Wo müssen wir denn noch hin? Ich vermute jetzt mal, dass das hier sein wird. Hoffe ich mal. So. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier? Ach, der Geistertempel. Ach ja, hier war ja sowas. Siehst du? War ja total toll. Okay. Das ist wieder aufgefüllt und hier ist... Wow, 2 Rubine. Ich bin total geflasht. Ist ja gut, Link. Jetzt habt nicht so eine Angst, verdammt nochmal. Das Ding schreit doch nur. Mehr tut es doch nicht. Oh, Mana. Noch eine Mumie? Nee. Dafür aber so ein Viech. Hm, tot. Oh, ist das eine Fee, ne? Aber ich habe schon 2 Feen in der Flasche. Von daher ist das eigentlich egal. Oh, Bomben. Eine Mumie. Hilfe. Ich habe solche Angst. Hm, tot. So. Huch. Sonst ist hier aber nichts scheinbar. Hier gab es einen Trick. Das Problem ist jetzt, die Tür geht wieder zu. Aber wir haben ja unser Spiegelschild. Und können damit nichts anleuchten, weil noch nichts da ist. Toll. Jetzt fallt doch nicht direkt auf mich drauf immer. Ist ja schlimm. So, mal abgesehen von Geistern sind hier auch diese tollen Schleime. Aua, Mann. Lasst mich. Erstmal die Geister hier. Der stört mich so ein bisschen. Weg mit dir. So. Hier sind diese wundertollen Schleime. Und die kann man doch mal verwenden, um sie zum Beispiel... Ach, da sitzt sie ja schon, siehst du? Schon zu Stein geworden. So, stellen wir sie doch einfach mal hier drauf ab. Mit ZR. So. Okay. Und jetzt öffnet sich diese Treppe für uns. Und wir können hier hoch. Ist das nicht toll? Oder auch nicht? Und natürlich brauchen wir noch mehr von diesen Schleimen. Ist doch klar. Da vorne ist der erste. Da. Ich laufe jetzt einfach durch. Das ist auch nicht die beste Idee. Aber was soll ich denn sonst machen? Achso, noch Schleim, Schleim, Schleim. Ganz viel. Ansonsten noch Pfeile und... So, okay. Dann wollen wir mal schnell hinüber, bevor der Schleim wieder zu Schleim wird. Der versteinerte Schleim wieder zu Schleim wird. Ablegen. Und dann passiert Folgendes. Wir können weitergehen. So. Das ist nicht... Natürlich. Das war doch so klar. Mann, jetzt... Wieso kannst du nicht auf den Schädel hauen, während der sich zusammensetzt? Ist mir auch so ein kleines Rätsel. Nanu. Der Schleim ist genau ins Dings gelaufen. Das war auch sehr schlau. Okay, Schleim schnell rüberbringen, da ablegen, dann schnell zurück. Und dann sollte das auch passen. Theoretisch. Ach, Link. Mann. Hm. Ansonsten, was habe ich da unten jetzt verpasst? Ah, Herzen und sonst aber auch nichts. Okay, gut. Lohnt sich nicht nochmal zurückzugehen dafür. Hier gibt es zum Glück nämlich keine Herzen. Verdammt. Okay, hier ist dieser Boss.
Das war der Geist. Ich erinnere mich. Und für den Geist brauche ich nur den Spiegelschild eigentlich. Nanu, es leuchtet doch mal, Link. Was machst du denn da? Nicht das Ding hier. So. Ist ja auch sehr schön, hilft mir aber nicht weiter. Drücke ich vielleicht... So geht das. So, jetzt aber. Was mache ich denn nur? Immer die falsche Taste drücken. Also, nee. Echt mal. So, jetzt aber. Kleine Geister sind hier überall. Recht mit dir und... Warte, möglichst viele tot machen. Das ist schon wichtig. So. Siehste. Und jetzt gehen die wieder alle rein und wir müssen die nächsten töten gleich. Warte mal, hier gibt's ein Herz. Das nehme ich gerne mit. Du speist natürlich... Aua. Feuer. Hey, jetzt mach doch mal... Wieso leuchtet der denn nicht? Verstehe ich nicht. Ach so, ich... drücke natürlich auch die falsche Taste, glaube ich. Ja. Bin so blöd. Ach, scheiße. Ich werde ja weggeboostet. So, jetzt aber. Müsste theoretisch treffen. Ja, okay, hat getroffen. Bart, willst du mich verarschen? Ein Geist. Wow. Wahrscheinlich, weil ich vorher schon so viel tot gemacht habe. So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Jetzt. So. Ja, jetzt heb doch mal den richtigen auf. Ich sehe auch nichts. Und werf den doch mal bitte hier gegen. Genau so. Ach, Link. Es ist wirklich zu spät, um Zelda zu spielen, glaube ich. Generell zu spät, um überhaupt irgendwas zu spielen. Ich sollte eigentlich schlafen gehen. Allerdings möchte ich schon gerne noch, dass die Folge rechtzeitig rauskommt. Deswegen muss ich hier aufnehmen. Nur für euch alles. Und das um 3 Uhr nachts. Na toll. Warum tue ich mir das nur an? Ich weiß es auch nicht so ganz. Jetzt. So. Geht doch. Dreh mal die Kamera. Okay, einfach werfen. Gut. Ach, schon wieder nur ein Geist. Wieso gebe ich mir überhaupt Mühe, so viele auf einmal zu töten? Wenn doch immer wieder nur einer... Naja. Hey, ein Herz. Ist ja toll. Huch. Natürlich. Alter. Ach, Mann. Das ist jetzt aber fies. Mann. Lass mich doch mal einmal ganz kurz in Ruhe. Ah, jetzt hört das Licht natürlich auf. Ist doch klar. Warum denn auch nicht? Könnt ihr auch die Eisenstiefel benutzen, glaube ich. Aber eigentlich... Licht. Mann. Alter. Das gibt's doch nicht. Boah. Willst du mich eigentlich verarschen? Das gibt's nicht. Immer hört das Licht auf. Wenn ich mich gerade mal hingestellt habe. Jetzt, das ist doch nicht wahr. Geht doch. So. So, na also. Jetzt nur die letzten Geister tot machen und dann
Wo sind die anderen? Da ist noch einer. Mist. Ich glaube, das geht doch gar nicht, die alle mit einmal. Fünf Stück mit einmal. Ist schwierig. Vor allem, wenn sie so weit auseinander sind. So, gib mir mal das Herz. Das ist bestimmt total schlau, da jetzt hinzugehen. Aua. Verdammt. Was bist du eigentlich? Herzen, Herzen. Ja, da oben sind sie auch sehr gut platziert einfach. Wow, ich bin voll geflasht von diesem. So, ha, das Licht ist nicht zu früh weggegangen, das ist gut. So, kommen noch zwei Geister, die kriege ich doch auch noch. Und sie landen hier und da vorne irgendwo, warte. So, tot. Ha, geschafft. Und dann fehlt nur noch ein einziger Boss, den ich sogar noch fotografieren muss, weil von dem habe ich noch kein Bild und den werde ich wohl sonst auch nicht treffen. Vermute ich mal. Nur für den Fall, dass ich irgendwann das mal komplett machen möchte. Wahrscheinlich nicht im Let's Play, aber vielleicht so halt einfach so mal. Diese Mini-Tendo-Galerie, weißt du? Hm. So, jetzt noch das hier. Ja, da brauche ich offensichtlich einen wunderschönen, warte, Greifhaken. Wo ist der? Da ist der. Nach Link. Einmal ganz kurz runter. Weiter kann ich nicht. Nein. Er sollte gar nicht hochgehen. Okay, der springt doch nicht so weit wie erwartet. Warte mal. Oder kann ich auch einfach. Aber ich glaube nicht, dass das einfach so geht, oder? Wenn ich jetzt so mache und mich einfach rüberschwinge. Ach, das geht. Na, sowas. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Natürlich geht das nicht. Ach Mann, ey. Spiel möchte mich mobben. Glaube ich manchmal. Hier ist nur Wasser drin. Nee, kein Wasser drin. Ach so. Eine Fee, die kann auch nicht schaden. Moment. Ein Stückchen nochmal rüber. So, hier. So, wenn ich jetzt so mache und ein bisschen mich schwingen lasse, vielleicht so, und jetzt abspringe, dann lande ich nicht in der Lava, okay. Und ich wette, wenn ich jetzt so mache, lande ich, genau. Okay, das heißt also anhalten und das brennende Seil hinauflaufen. Und dann vielleicht nochmal schwingen. Reicht das so? Ich hoffe, vielleicht muss ich auch noch ein Stückchen höher. Ich sehe das immer nicht so einfach. Ist nicht einfach zu sehen. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen. Ich glaube, ich muss das sogar noch ganz anders machen. Ich glaube, ich muss sogar oben rauf. Warte mal, ganz kurz Pause. Das ist jetzt auf X. Okay. Huch! Ach ja, auf X, nicht auf Y. Jetzt habe ich. Drückst du einmal den falschen Knopf. Schon. Kannst du wieder am Anfang anfangen. Toll. Das freut mich ja. Ich könnte natürlich auch hier einfach hochkrabbeln. Würde auch theoretisch funktionieren, oder? Bin mir da aber auch nicht sicher. Das geht natürlich nicht. Hm. Auch nicht schlecht. So, warte. Achso, halt. Nee. Irgendwie komme ich dauernd durcheinander mit den Tastenbelegungen, weil sich die halt dauernd ändern.
Das ist ja das Problem. Jetzt halte doch mal an. Werd doch mal langsamer. Genau so. Okay. So. Das hat nicht geklappt. Jetzt. Anhalten und hinauf. Hinauf. Da oben rauf und dann einmal rüberfliegen. Ich vermute nämlich, wenn ich das hier im Stand mache, dann wird Folgendes passieren. Dann werde ich da runterfallen. So, deswegen habe ich es gar nicht erst gezeigt euch, was passieren würde. Ich weiß gar nicht, ob ich... Wahrscheinlich würde ich das sogar tun. Also da runterfallen. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Achso, das wird ja eh resettet, was ich da jetzt, ne? So, warte. Müsste es theoretisch resettet sein. Okay, ich habe zumindest die Kamera, die wollte ich haben. Und ich mache mal ganz kurz Pause und den Greifhaken wollte ich auch. Okay, kann ich vielleicht... Du bist gut, das möchte ich behalten. Okay, zurück, dann einmal den... Wie ging denn das hier nochmal? Ich erinnere mich kaum. Irgendwie muss ich den Greifhaken verwenden. Und zwar nicht so. Du musst jetzt erstmal mich durchlassen. Danke. Da oben muss ich irgendwie ran. Interessanterweise reicht der Greifhaken bis da oben auch. Warum auch immer. So. Oh, das arme Ding. Ich bin so böse. Ich habe es tot gemacht. Na, noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. So, warte mal. Es ruckelt so ein bisschen, ne? Manchmal. Oder kommt mir das nur so vor? So, jetzt kann ich gleich wieder ran. Ist ja praktisch. Landest du drauf? Ja, gut. Okay. Einmal müssen wir noch, glaube ich. Warte. Na, na, lass mich. Komm schon. Genau so. Ha. Ja gut, jetzt lande ich natürlich unten. Ist jetzt auch nicht so tragisch. So, jetzt ist der Panzer kaputt. Und ich kann nicht... Siehste, warte. Genau, jetzt ist der Panzer kaputt und ich kann das Ding so hauen. Wenn ich sein Auge treffe, natürlich nur. Dazu müsste ich natürlich sein Auge treffen. Wie ging denn das? Muss ich das... Achso, mit dem Greifhaken einfach ranholen. Okay. Gut. Das ging jetzt recht schnell. Okay. Tja. So, wir haben alle Gegner besiegt. Ich würde sagen, es ist hier ein guter Zeitpunkt, um mal zu speichern eigentlich. Oh mein Gott. Die Tür, sie öffnet sich. Und ich... Ich muss langsam mal eine Aufnahmepause machen, verdammt. Es ist doch erst, echt mal, ist doch erst 3.20 Uhr morgens, ist doch nicht spät. Echt mal. So, ich mach mal Folgendes, ich speichere mal. Ja. Yep. Das Problem ist, es reicht das schon? Hm. Ich weiß nicht, ich gehe mal noch ein Stückchen weiter. Aber ich starte ja sowieso am Anfang, von daher ist es eigentlich auch egal. Hm. Ich glaube fast, die 40 Minuten für die zwei Folgen müssten schon rum sein. Au, verdammt. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier hin. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich werde jetzt gleich mal schlafen gehen, nachdem ich auch noch Herr der Ringe online aufgenommen habe. Na toll. Ach, Mann. Hätte ich mal vorher aufnehmen sollen, aber ich war heute so damit beschäftigt, die ganzen... Folgen, Titel und Thumbnails zu machen und so. Das hat mich auch ein paar Stunden gekostet. Das dauert ganz schön lange, man glaubt es gar nicht. Aber es dauert wirklich ziemlich lange.
Du musst ja vor allem auch immer das passende Bild aus den Videos raussuchen und du musst dir den ganzen Scheiß, den du gemacht hast, da auch nochmal angucken. Das ist das Schlimmste daran, ja. Naja, gut. Dann sage ich auf jeden Fall mal tschüss. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wo wir dann irgendwann mal Ganon besiegen oder Ganondorf. Oder zumindest erstmal uns auf den Weg dorthin begeben. Ja. Und dem Ziel sind wir ja recht nah, so nah wie nie zuvor. Also Ganondorf zu besiegen ist ja das Ziel und die Welt zu befreien und was weiß ich. Also das Übliche eigentlich. Das kennen wir ja schon. Gut. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.